Der Bundesgerichtshof hat jüngst entschieden, dass Darlehensnehmer keine Vorfälligkeitsentgelte zu zahlen haben. Gilt das jetzt für alle Fälle? Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuzer. Ganz häufig werden wir als eine auf Bankrecht spezialisierte Kanzlei nun gefragt, ob das Thema Vorfälligkeitsentgelt sich nun endgültig erledigt hat. Das ist nicht so. Natürlich gibt es dieses BGH-Urteil, was zugunsten der Darlehensnehmer ausgefallen ist. Jedoch betraf das den Fall, wenn die Banken die Darlehensnehmer gekündigt hatten wegen Zahlungsverzugs. Das heißt, der Darlehensnehmer hat nicht mehr regelmäßig Zins und Tilgung bezahlt und daher hat die Bank dann von ihrem außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch gemacht. Der Bank wird dann regelmäßig ein Verzugszins zugesprochen und die Banken haben dann darauf noch das Vorfälligkeitsentgelt geschlagen. Und hier hat der Bundesgerichtshof eine Regel vorgeschoben und hat gesagt, nein, in diesen Konstellationen gibt es kein Vorfälligkeitsentgelt mehr. Das heißt jedoch nicht, dass das Thema Vorfälligkeitsentgelt grundsätzlich gestorben ist. Leider. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, so würden wir uns freuen, wenn Sie vielleicht unseren Kanal abonnieren würden. Schauen Sie sich mal um, da finden Sie noch viele weitere Videos zum Thema Bankrecht.